Schönen guten Morgen, Herr Bankiran No. Dirokhan. Guten Morgen. Du gut geschlafen, right? Natürlich, Sie auch gut geschlafen, ja? Oh nein, weil du Kind krank, ganze Nacht schreien, Ah, ganze Kind Nacht. krank, also ganze Nacht schreien, No, okay. nicht viel schlafen, weil du Kind im Bau, wie sagt man bei Deutschland das, bei Bauch den Problem haben. Bauchschmerzen. Right, genau, Okay, okay. ganze Nacht warst du Toiletten, dann bei heiße Badewanne legen, Essen machen, wieder Toiletten, wieder Badewanne, ganze Nacht lang, weißt du? Okay, Nicht bei gute meine, Besserung dann, ja? oh Gute ja, weil du Besserung. sitzt meines bei Doktor bringen. Nicht Ach meine, ich so. meine Chef anrufen, sagt, du kann ich heute nicht kommen, ich bin nicht geschlafen. Der sagt, Rakesh, hat du wieder getrunken? Nicht, ich bin nicht getrunken, denn mein Kind ist krank. Ach so, hat der Chef gemeint, dass Sie was getrunken haben, oder wie? Ja, weil du einmal wir Party haben von bei Firma, right? Und Ja. dann nächste Tag sollte man alle wieder Arbeitung machen, aber eines Kollege bei Rente gegangen und wir das halt für seine eine Party machen. Und nächste Tag Okay. keiner bei Arbeit kommen, Chef alle selber Ach so. machen. Okay, weil alle zu viel getrunken haben, ja? Ja, right. Das wo Firma bei 8 Uhr Firma aufmachen und bei 8 Uhr wir Ja. alle sind gegangen bei zu Hause, right? Ach so, okay. Right, ja, muss ja, Super. was muss ja, kann man das Kollege nichts alleine lassen, oder? Wie bitte? Das kann man das Kollege, was bei Rente geht, nichts alleine lassen, weil Genau, du das dann eine, nicht allein lassen. Genau, letzter Tag. deine ganze Leben arbeiten, right? Weil du nächsten Genau, Tag ist, ganze Leben und arbeiten, dann muss man auch mal ein bisschen Party machen. genau. Genau, dann Party schadet nie, ja? Und ja, hast du schon mal indische Raki getrunken? Indische Rakı habe ich noch nie getrunken, nein. No, du große verpasst machen. Echt, Oh, oder? das Okay. ist so, das von Ziegenmilch machen, right? Ziegenmilch, Oh, okay. sehr gut. Okay. Wenn du Super. nachher ich mal bei meine Bett auch legen, bei Mittagsschlaf machen, vorher eine Ja? trinken. Okay, super. Dass sie nicht hören, wenn deine wieder schreien bei meine. Ach so, Oh mein Gott. Wenn du okay. was du gestern noch machen? Gestern bin ich noch heimgegangen, weil wir kommen ja spät nach Hause immer, ja. Bisschen was gegessen, einen Wein getrunken, dann schlafen gegangen. No, was, deine Wein, was du trinken? Rotwein trinke ich immer, aber egal welche Marke, Rotwein mag ich. Aber nichts bei Tetra-Packing, richtiges Wein, right? Nein, richtiges Wein, genau, teures Wein. Gut, das ist immer sehr gut. Wenn du viele Leute sagst, ich gerne eine Wein trinken, die dann mit Tetra-Pack bei Pennymarkt sitzen, right? Ach so, ja, genau. Genau. So, Das ist gar nichts gut. wir haben ja gestern schon gesprochen. Sie haben mir ja gesagt, Ihre Frau hat ein deutsches Konto, ja? Ja, weil meines Genau. bei Indien wegen Genau, des Ihres ist in Taxation. Indien. Haben Sie da eine Vollmacht drauf auf dem Konto von Ihrer Frau? Da ist Geld drauf, ja. Genau, Das da kann ist ich Geld drauf, tun. aber haben Sie da Vollmacht drauf? Haben Was Sie da Zugriff auf Ihr Konto? der bedeuten? Ja, ob Sie mit Ihrer Karte alles machen können, ob Sie da Vollmacht drauf haben. Den Wort nicht kennen. Das Wort kennen Sie nicht, Vollmacht. Do you speak English, Es sir? ist so, ja, Englisch spreche ich, aber es ist verboten, hier Englisch zu sprechen, weil das ist ja eine deutsche Firma, Herr Bankiran Dikon, ja. Aber Vollmacht bedeutet, dass Sie mit der Konto von Ihrer Frau, ja, da Ja. alles machen können. Können Sie da alles machen mit der Konto von Ihrer Frau? Also bei meiner Frau immer meine Geld geben. Sie geben ihr das Geld immer Ihrer Frau, oder wie? Right, weil meine Konto Okay. nix, weil du Indisch Mastercard nix gut bei Edeka. Genau, bei Edeka geht Indien Mastercard nicht, genau. Ja. Aber haben Sie da jetzt kein Vollmacht drauf? Ist das ihr die Konto von Ihrer Frau? Das Also gehört das auch Ihnen? Konto von meiner Frau, right? Okay, von Ihrer Frau. Aber da ist das ist nicht ihr, also nicht kein Gemeinschaftskonto. Nur Konto von Frau, oder wie? Nur Konto von meiner Frau, right? Okay, super. Weil du Dann zeige ich das hier. bei uns in Indien, da darf eine Frau keine Konto haben. Ach Darum so, wir in bei. Indien darf kein. Okay. Ja, weil du Indien, das eine anderen Welten. Weil du bei Also uns das so, weil du, wenn das ein, wir so eines, einen, wie sagt man, Beispielung? Beispiel, ja. Beispiel haben, wenn du bei uns in Indien, da ist es so, wenn du hast einen Ziegenbock, right? Ja. Und das bei Straße laufen. Und eines Genau. Frau, weil seit 2017 dürfen Frauen bei Indien, die dürfen mit dem Auto fahren. Vorher
Vorher Ach so, durfte seit die nicht Auto. 2017. Vorher durfte die nicht Auto fahren. Und jetzt ist den so, Ach wenn, so. wenn ein Frau mit Auto fahren bei den Straßen und bei deine Ziegebock fahren Ja? und das Frau groß Verletzungen machen, dann muss das Familie von der Frau den Ziegebock bezahlen. Und wenn eines Mann bei deine Ziegebock fahren, dann musst du den Auto von dem Mann bezahlen. Also Ach so, okay. darum wir bei Deutschland bleiben, Ach so. weil die Frauen nicht gut Behandlung machen bei Indien. Ah ja, da haben Sie dann natürlich recht, ja. Weil meine Frau Okay, ist Herr mehr wert als Bankhardt. ein Ziegen. Aber Genau, natürlich, natürlich. ich schon mit meiner Frau den sagen, dass das Gewinnung geben und Ja? dann ein Telefon jetzt bei meiner Frau geben, right? Okay, dann Herr Banki-Daragon, ich trage das hier ein dann, ja? Dann machen wir so, wir schicken dann alles Ihnen mit Post nach Hause, okay? Dann können Sie das alles in Ruhe mal durchlesen dann, ja? Aber willst du jetzt nichts mit meiner Frau reden? Nein, das muss ich nicht unbedingt, weil Sie haben sich ja registriert. Wir schicken Ihnen dann alles mit Post nach Hause, ja? Da können Sie das alles zusammen angucken dann, ja? Ja, aber du sagen, wenn wir keinen IBAN geben, dann kann man nicht mitmachen. Nein, nein, deswegen sage ich es, Sie haben ja kein deutsches Konto, aber Ihre Frau, deswegen bekommen Sie mal die Infos mit den Unterlagen nach Hause zugeschickt, dann können Sie sehen, was Sie dann machen können, ja? Warte mal eben. Okay. Ja, hallo, wer ist denn da? Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Julian Steiner mein Name, ja, von Global Service Ingolstadt. Wir Hallo. haben ja gestern schon mit Ihrem Mann schon ganz lange gesprochen, über eine Ja. halbe Stunde, glaube ich. Oh, so Ich hatte schon lange? Feierabend. Genau, ich hatte schon Feierabend, aber wir haben noch 10 Minuten weitergeredet, Ja, mit ja. ihm kann man sich ja auch wirklich über alles unterhalten. Der hat ja. Genau, weil er hat ja viel Erfahrung gesammelt, ja. Ja. Deswegen sagt er, Auf so ja, einer Herr indischen Wagner, kennt Ziegenfarm erlebt man ganz schön was. genau, die, genau. Er war gestern noch im Sauna, ja. Da Ja. war es ganz unangenehm, wo wir gesprochen haben. Oh, das. Deswegen. Was meinen Sie, wie lustig das ist, wenn da mal so eine von der Krankenkasse oder so, wenn da jemand anruft, so eine junge Frau, ne, nicht, dass ich nicht mehr jung wäre, aber wenn er dann gerade sagt, ja, ich bin gerade in der Sauna. Oh, die Leute, die schämen sich ja, also sie haben teilweise schon aufgelegt. Und der ist halt so einer, wenn der mit Leuten spricht, dann erzählt er halt einfach. Das kann auch richtig Genau, unangenehm werden. das ist auch super, ja, weil er ist ja echt ein natürlicher Mensch, das habe ich jetzt schon im Telefon auch schon gemerkt, ja, da muss ich ihn nicht unbedingt live sehen, ja. Es hat mich echt sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Wie gesagt, es ging um den Einkaufsgutschein, ja. Also wenn Sie ihn mal live sehen möchten, der macht, kennen Sie Domian aus dem Fernsehen? Donian kenne ich leider nicht, nein. Da konnte man früher so anrufen und über seine Probleme erzählen. Das Ja. gibt's jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, aber mein Mann, der macht sowas bei YouTube. Da können dann die Leute anrufen und einfach mal erzählen, was die, wenn die so Probleme haben, und der hört denen dann zu und erzählt da so ein bisschen. Also wenn Sie sich das Okay, mal angucken. wie heißt denn sein YouTube-Kanal? Das ist einfach nur der Nachname und dann Talk dahinter. Okay, super. Dann werde ich da auch mal vorbeischauen, ja, Frau Bankirat Dorkan. Ja, Ja, da werde ich auch mal. das ist ja heute Freitag. Der macht das immer Freitag und Samstag. Okay, super. Jetzt Ja, mache weil ich hier noch Werbung, ich schlimm. er ist echt so ein netter Mensch, ja, und so ein lustiger Mensch. Er sollte dann immer so sympathisch und so nett bleiben, bitte, ja. Und Ich wie tue mein gesagt, Bestes dafür. okay, super. Ja, Sie werden dann neben ihm nie alt, glaube ich, ja. Ich glaube Da das bleiben Sie, auch glaube nicht. ich, immer jung. Also entweder hält er einem total fit oder man ist mit Mitte 30 schon total kaputt. Eins von beidem. Genau, das kann auch sein, ja. Ja, super. Wie gesagt, es ging um den Einkaufsgutschein, ja, weil ihr Mann hat ja kein deutsches Konto, ja. Und der Richtig. hat, glaube ich, nur Das ein lohnt indisches sich ja auch Konto. Und Sie überhaupt haben, nicht. genau, Wegen der Sie Firma. haben ja Wissen dann, Sie, was wir hier genau. für Unternehmenssteuern bezahlen müssten? Das ist Da haben Sie schrecklich. recht, Man genau, da haben Sie zahlt für recht. einen Ziegenbock zahlt man mehr Steuern als für eine Packung Nudeln. Dabei hat ein Ach so, Ziegenbock okay. viel mehr gesamtwirtschaftlichen Nutzen. Also Genau, haben Sie recht, haben Sie ich natürlich weiß nicht, recht. ob er das schon erzählt hat, aber wir bilden unsere Ziegenböcke ja quasi als Wachhunde aus. Genau, hat er gesagt. Ja, er hat gesagt, böse Menschen haben immer Hunde, wir haben hier Ziegenbocke, weil sie nett sind. Ja, das ist einfach so. Und Genau. viele Leute, die halt auch Genau. schon mal irgendwie Probleme gehabt haben, die dürfen ja keine großen Kampfhunde mehr haben. Und die kriegen dann von Genau. uns so einen schwarzen Ziegenbock. Und die haben ja so lustige Augen. Und wenn man da nachts Genau. dann an den Zaun kommt oder so, und dann steht da so ein 1,60 Meter Ziegenbock, dann überlegt man sich das schon mal. Genau, dann überlegt man sich ja aufwendig, genau. Da sollte man sich das eben besser überlegen, genau. Ha? Weil die sind ja eigentlich ganz lieb, aber wenn die halt, es gibt so, wir haben dann so Klickgeräusche, hat man denen antrainiert, wenn man an die Tür kommt, hat man so einen Klicker in der Tasche. Und wenn die Leute das nicht haben, das kann ich jetzt gar nicht erzählen am Telefon, dann wird das zensiert sonst.
Okay. Die können schon böse werden, wenn die die Herde beschützen wollen. Genau. Dann haben sie natürlich, genau, ja, jeder Tier hat sein eigenes Ding halt, der Charakter, würde ich auch sagen. Natürlich. Deswegen auch ganz, könnte auch gefährlich werden, aber normalerweise sind sie ja nette Tieren Ja, sozusagen, ja. eigentlich sind Aber Ziegenböcke nur gefährlich, wenn die sich um die weiblichen Ziegen streiten. Genau, das stimmt. Das habe ich auch gehört. Das machen wir, muss ich zugeben, manchmal, wenn wir so eine kleine Grillparty machen für Kunden und so, dann haben wir da so ein Gatter, dann stellen wir da eine Ziege und zwei Böcke rein und dann gucken wir, wer gewinnt und auf die Ziege drauf darf. Das ist immer ein großes Spektakel. Okay, super, Das super. ist besser als jeder Clown und jede Hüpfburg, die man sich für eine Party holen kann. Das gab es zum Genau, Beispiel, ich genau. weiß nicht, ob Sie in Berlin das Berberfest mitgekriegt haben, da wurde ja alles Mögliche Genau, an das, genau, Gerätschaften genau. aufgefahren Genau, und da waren genau, halt auch genau. unsere Ziegenböcke mit dabei. Oh, das war Ach so ein so. großes Highlight. Ach so, okay, ja, das hab ich schon mal gehört und gesehen, glaube ich auch, ja. Ja, das Und da waren Berberfest ihre war schon eine Ziegen ganz dabei. große Veranstaltung. Da hatten zwar die Genau. Anwohner ein bisschen ein Problem mit, aber das hat sich dann halt auch geklärt. Wir sind da ziemlich renitent geblieben, haben gesagt, das wird jetzt durchgezogen. Okay, ja, genau, haben Sie natürlich recht, ja. Müssen Sie auch Ihre Natürlich. Rechte anrufen, immer super, ja. So, wie gesagt, es ging um den Einkaufsgutschein, aber wir werden da Ihnen dann alles mal per Post nach Hause zuschicken, ja, damit Sie mal alle Infos durchlesen können, weil der Herr hat ja kein deutsches Konto und Richtig. deswegen werden wir Ihnen dann, das werde ich dann so meine Hauptzentrale, also die Veranstalter weiterleiten und die werden sich dann bei Ihnen alles schriftlich melden dann, ja? Und also ich glaube, er hat auch gestern mehr erzählt, als dass er zugehört hat. Ich habe gar nicht so ganz verstanden, was er da denn jetzt gewonnen hat. Ein Ein Einkaufsgutschein. 500 € Wofür denn? Einkaufsgutschein, genau, den er in 200 Läden dann einlösen kann in Geschäften in Deutschland, ja, Also so weil viel er hat Geschäfte haben vorher wir in Otterberg gar nicht. Das ist ein ganz eben, kleiner hat Ort. er auch, genau, das hat er auch gesagt, aber da können Sie gerne mal online auch was kaufen, da ist auch ein Code drauf, ja, gar kein Problem, Ach, ja. im Internet geht das auch. Genau, da ist auch ein Code dann drauf auf dem Gutschein, damit Sie auch Online-Käufe dann betätigen können, ja. Können Sie gerade mal gucken, ob das auch beim Ziegenbockversand gilt? Ziegenbockversand, Ja, das das ist, weiß ich jetzt, weil das glaube ich nicht. die bieten so das Zubehör an, weil man braucht ja Fell, Krallen und Hornpolitur. Die müssen ja auch Ach so. gepflegt werden. Das sind ja, Kann auch sein, dass weil der ich, auch gültig ist. Das müssen Sie auch einfach mal probieren. Wenn der Code da also gültig ist, dann geht es auch, Weil ja. ich vergleiche unsere Ziegenböcke immer gerne mit so Security bei so einem Club. Weißt du, es gibt solche Assis, die stehen dann da mit einem Kapuzenpullover und mit einem Dreitagebart. Das sind dann die ungepflegten Ziegen. Und dann gibt es halt solche 2 Meter großen, richtig geilen Typen, die so einen richtig coolen Anzug anhaben. Und das sind dann halt Aha. unsere Ziegenböcke. Weißt du, die werden Ja, gestriegelt so und genau. gebügelt. Da Okay, werden die super. Hörner poliert und die Krallen, die sehen auch fast aus wie so geile Lackschuhe. Und das Ach sind so, halt, okay. wir sind halt keine Billigziegen, wir haben nur gute Ziegen. Ja, dann passt das ja auch, ja. Und Sie haben ein Natürlich. deutsches Konto, haben Sie gesagt, aber Ihr Mann hat da kein Vollmacht drauf. Stimmt das? Der hat was bitte? Vollmacht drauf, auf ihr eigenes Konto, auf ihrem Nein, Konto. das heißt ja Hat er nicht, nicht, genau. das heißt ja nicht umsonst immer, wenn ein Mann irgendwie Klamotten kaufen geht, ich muss erstmal meine Regierung fragen. Also, der ist ja ein Okay. super lieber, super toller, aber mit Geld kann der einfach nicht umgehen. Ach so, genau, ja, dann passt das ja, da haben Sie, die Frauen sollten immer das Geld behalten, da haben Sie natürlich recht, wenn die Männer mal an das Geld kommen, ist das gleich schon mal fertig, ja. Ja, das ist dann ganz schnell mal weg. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er dann saufen geht damit. Gut, das macht er auch gerne mal. Aber der kauft dann Ja, halt ja. immer irgendwas für die Ziegen. Aber ich sage ja, die Kinder müssen ja auch irgendwas haben. Genau, Sie haben ja 8 Kinder, hat er gesagt, ja, Ja. das ist echt eine stolze Zahl, ja. Da haben Sie echt eine gute Arbeit Ich geleistet, wollte würde ich gerade sagen, sagen, das war auch nicht gerade wenig Arbeit. Genau, genau. Da gebe ich echt allen Respekt an Sie dann, ja. Ist nicht immer einfach. Also die Kinder sind anstrengender als die Ziegen. Also das kann ich Ihnen schon mal sagen. Ja, genau, haben Sie natürlich recht. Also wenn Sie irgendwann mal an eine Familiengründung denken, dann kaufen Sie sich lieber ein paar Ziegen, wenn Sie es einfacher haben wollen. Genau, super. So, wie gesagt, dann schicken wir Ihnen, wie gesagt, alles per Post dann nach Hause, ja. Dann bedanke ich mich nochmal für das nette Gespräch auch mit Ihnen. Sagen Sie bitte liebe Grüße an Ihren Mann, ja. Und Ja. bleiben Sie alle gesund, am besten bleiben Sie alle so nett und fröhlich und sympathisch, Na, ja. das bleiben wir. Wir gucken jetzt, dass wir Ah, möglichst danke zu Hause bleiben. Das ist ja alles völlig verrückt im Moment. Und mit den schön. Ziegen hat man ja auch immer genug zu tun. Und ja, Genau, super. also Sie waren uns beiden ja so sympathisch. Wir haben ja jetzt im Prinzip gerade wieder Lämmchen. Wir würden Ihnen gern so eine Genau. kleine Ziege schenken. Nein, danke schön. Danke, brauchen Sie nicht, ja. Aber Aber warum denn?
wenn ich mal Zeit habe und wenn ich mal frei habe, komme ich mal gerne nach Otterberg, ja. Dann suche ich auch Ihre Nummer dann aus von Ihrem Herrn, ja. Dann Ja. komme ich auch gerne mal nach Otterberg vorbei, dann können wir selber zusammen den Ziegen dann füttern, dann, ja. Dann nehme ich auch was mit zum Essen, Ah, ja. das geht ja wiederum nicht, weil die Ziegen, die sind ja alle hypoallergen, die dürfen nur ganz spezielles Ach Futter so. haben. Wir haben da auch so Okay, ein dann. ganz großes Schild, weil die scheiß Touristen hier, ne, die denken immer, oh, da sind Ziegen, da sind Ziegen, und dann werfen die da vom Lutscher bis zur Genau, Banane so ziemlich alles hin, und wir müssen dann in einer Tour den Ziegen den Magen leer pumpen, und das ist eine Riesensauerei. da hast du Vielleicht. recht. Dann nehme ich was für Sie zum Essen mit. Ja, indisches Essen mag ich auch gerne, dann können wir auch zusammen dann essen, Oh, ja? das klingt richtig super. Ich meine, ich bin ja Super, selber keine super. Inderin, aber ich mag das Essen halt auch total Genau, das gerne. Essen schmeckt echt gut, weil ich esse auch gerne sehr indisch und so, ja. Ist auch so mit Schaf ein bisschen, ist super, ja. Mag ich auch so gerne, ja. Ja, bei uns ist es halt eher Ziege als Schaf, aber das schmeckt ja trotzdem. Genau, das schmeckt so. Ja, Ziegenfleisch habe ich schon ein paar Mal gegessen, ja. Ja. Schmeckt auch nicht schlecht, würde ich sagen. Schmeckt auch gut, ja. Generell, ich bin ein sehr guter Fleischesser, würde ich sagen. Da esse ich schon gerne mal alles, ja. Das ist ja richtig toll. Also falls Sie oder Ihre Kollegen und da, falls Sie mal irgendwie so, also zum einen haben wir natürlich diese Ziegen zum Aufpassen, aber wir haben auch ganz normal, die man so auf einen Spieß stecken kann für so ein Grillschweinchen quasi. Wenn Sie mal eine Party bei der Ja, Firma haben genau. oder eine Genau. Familienfeier, dann dürfen Sie auch gerne Bescheid sagen, dann bringen wir Ihnen Super. eine Ziege vorbei. Wir haben Super, dann da. auch alternativ das Modell, dass Sie da selber schlachten dürfen, wenn Sie einen Schein haben. Genau, super. Ja, mein Freund hat das, glaube ich. Ja, da kann ich mal mit ihm absprechen, dann werde ich mich bei Ihnen melden dann, ja? Was hat der Freund? Den Schein, was Sie davor zuvor erwähnt haben, ja, sowas hat er, glaube ich, mal mir erzählt. Ach, Ich kann mich jetzt nicht gleich. der hat die Genau. Schlachtlizenz von der Ostindischen Genau, genau. Kompanie? Ah, super toll. Die Genau, braucht man, genau. sonst dürfen wir das nämlich, dann müssen wir das machen und Genau, das kostet mehr. Das ist genau. günstiger, wenn der Kunde das selber macht. Genau, das, da haben Sie recht. Da werde ich mal mit ihm absprechen und dann bei Ihnen melden dann, ja? Wichtig wäre halt, dass er eine eigene Kettensäge hat, weil wir dürfen halt auch unser Material dann nicht zur Verfügung stellen. Das ist so Nein, eine gar kein Problem. Versicherungssache. Da wird er sich dann selber auskennen, wahrscheinlich dann, Mit ja? Sicherheit, ich gehe mal davon Super. aus. Super, super, dann wünsche ich Ihnen nochmal einen schönen, wunderschönen guten Tag. Passen Sie bitte alle auf sich auf, ja? Wir Natürlich. werden Ihnen dann alles schriftlich zuschicken, ja? Und am besten, ich werde mich bei Ihnen natürlich auch melden dann, ja? Da freue ich mich richtig drüber. Super, super, Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie alle auf sich auf, ja? Ja, bleiben Sie gesund. Dankeschön, ich Auf Sie auch, ja? Schöne Wiederziege. Grüße, auf Wiederhören, ciao, auf Tschüss. Wiederziege, ja? Ciao. Oh mein Gott, meine Frau, der eigentlich eine Mann ist, geht also meine Frau durch. Auf Wiederziege. Und ich glaube, ich hätte den alle erzählen können. Muss du Schlachtschein von Ostindische Kompanie haben? Muss du eigene Kettensäge bringen? Da kannst du gleich, da ist gleich Hackfleisch, wenn du mit Kettensäge kommst. Oh mein Gott.